Wir stellen in unseren Workshops häufig fest, dass unsere Kunden sich gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht haben, mit wem sie eigentlich sprechen wollen und auch wem sie etwas verkaufen wollen. Und das führt uns immer wieder zu der Frage, dass wir uns mit diesen zwei Themenbereichen Ideal Customer Profile und Buyer Persona beschäftigen. Das sind erstmal relativ sperrige Wörter und Namen. Und viele Leute steigen da auch immer schon direkt aus. Um das mal runterzubrechen, und ich komme da später nochmal drauf, aber es geht um drei Fragen. Das ist nämlich ein: Wer ist mein Kunde? Wie spreche ich den am besten an? Und wo finde ich den? Und was diese beiden Begriffe einmal sagen, ist einmal das Ideal Customer Profile. Das nutzen wir im Vertrieb eigentlich alle. Das ist nämlich ganz klassisch die harten Fakten zu meinem Zielkunden. Das ist zum einen, das kann die Jobposition sein, das kann Verantwortungsbereich im Unternehmen sein, das sind die Branche, Unternehmensgröße etc. Also alles, was ich wirklich messen kann, das ist das Ideal Customer Profile. Und das findet man im Vertrieb immer und eigentlich weiß auch jede Vertriebsorganisation, wen sie suchen. Das Problem ist, es macht nicht immer Sinn, aber darauf kommen wir gleich, denn in der Buyer Persona, die ganz wichtig ist, da gehen wir eigentlich einen Schritt weiter und schauen uns ganz detailliert an. Was ist das eigentlich für ein Mensch hinter der Jobbezeichnung? Also ich suche jetzt einen Einkäufer im mittleren Management, Unternehmensgröße 100 Mitarbeiter plus. Und jetzt muss ich mir halt die Frage stellen, klar kann ich den jetzt anquatschen und ich kann sagen, ja, wir haben ein super Einkaufsprodukt. Das ist the good old fashioned way, B2B funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Wenn wir uns jetzt allerdings nochmal reinversetzen in die Lage und sagen, ich möchte Content Marketing betreiben, ich möchte vor allen Dingen werthaltige Inhalte erstellen, auch als Vertriebler und die teilen, dann ist das so, dass ich da häufig an Grenzen stoße, weil da ist nicht jeder Mensch gleich, nicht jeder Einkäufer tickt gleich und wir müssen uns also darum mit dem Gedanken näher befassen, wer ist dann eigentlich diese Person und mit was beschäftigt die sich. Und da das ein sehr weitreichendes Feld ist und vor allen Dingen auch immer so ein bisschen schwer greifbar, haben wir uns angewöhnt, diesen Themenkomplex inklusive, ich sag mal, Buzzword Bingo Value Proposition runterzudampfen, eben in diese drei Kernfragen. Wir gehen also davon aus, ich möchte mein Netzwerk ganz gezielt auf LinkedIn oder Xing erweitern. Suche jetzt also mit dem ICP, nämlich wer ist mein Kunde, suche jetzt Einkäufer heraus in Unternehmen mit einer Unternehmensgröße XY und kann das dann halt auch noch nach Branchen eingrenzen. Und ab da wird es dann halt schon schwierig, nämlich wie spreche ich die einzelnen Personen an und arbeite ich jetzt ganz klassisch mit dem Xing Pro Business oder LinkedIn Sales Navigator, quatsch die Leute also direkt an oder möchte ich den Social Selling Gedanken wirklich weitertragen und auch ein bisschen leben und sagen, gut, ich erstelle Inhalte für meine Zielgruppe, die genau darauf zugeschnitten ist. Und dann muss ich mich halt mit der nächsten Frage beschäftigen, die eben sagt, wie spreche ich meinen Kunden eigentlich an? Und ganz grob unterteilt können wir wieder anfangen mit, sind die 45 plus, dann würde ich persönlich das schriftlich machen, mit einem sehr starken Zahlenwerk hinterlegt, würde also darauf achten, dass wir immer einen klaren Return on Invest nachweisen und das Ganze in handlicher Form machen. Sind die 45 minus, würde ich persönlich mittlerweile immer ein Video erstellen, wo ich kurz erkläre, was ich eigentlich machen möchte oder ein Video zum Thema an sich und die Ansprache so gestalten. Wir gehen da in einem anderen Beitrag bestimmt auch nochmal drauf ein, wie wir sowas gestalten und wie unsere Performance da so ist und was wir messen konnten. Aber ganz am Anfang steht halt die Frage, okay, wie spreche ich diese Person an? Und dann im nächsten Schritt, wenn ich das Wie geklärt habe, ist das Wo ganz entscheidend. Das heißt, wo finde ich denn meine Zielkunden? Da muss ich jetzt aus unserer täglichen Praxis sagen, dass Xing aus mehreren Gründen da fast schon eine Relevanz verloren hat. Das liegt zum einen daran, weil Xing anders kommuniziert. Dort finden die Interaktionen in Gruppen statt. Ich muss also eine Community aufbauen. Ich muss also dort regelmäßig Sachen posten. Problematisch dort ist, in den meisten Gruppen ist einer, der einem was verkaufen möchte und die restlichen Leute lesen halt nur mit. Es findet gar keine Interaktion statt. Die zweite Sache ist, ich kann eine Kontaktansprache nicht automatisieren. Das bedeutet, Xing wirft mir ein paar Stöcker in die Beine. Ich kann halt nur 100 Kontaktanfragen gleichzeitig pending haben, also gleichzeitig offen haben. Das limitiert mich ungemein, weil wenn ich in einer Woche 100 rausschicke,
dann am Samstag reingucke und davon 20 angenommen wurde, dann kann ich die 80, die noch offen sind, nicht löschen, weil Xing mich sonst als Spam stört. Also dieser ganze Netzwerkgedanke kommt halt gar nicht zum Tragen. Und LinkedIn macht es in diesem Fall für den Nutzer deutlich einfacher. Dort werden Gewohnheiten, die wir aus dem Privaten kennen, nämlich diese Feed, dieser Aufbau eines Feeds, der wird mitgenommen. Ich sehe also Informationen durchfliegen und kann mir dann überlegen, ob ich das interessant finde oder nicht. Und der zweite große Punkt ist, ich kann halt die Kontaktansprache automatisieren. LinkedIn hat einen relativ intelligenten Algorithmus, der dir auch irgendwann einen Deckel drüber schiebt und sagt so, ups, mehr als 80 am Tag oder 90 am Tag Kontaktanfragen, so viele Leute kannst du doch gar nicht kennen. Und das ist auch völlig okay, aber ich kann halt konstant mein Netzwerk ausbauen. Und solange ich das nicht unglaublich penetrant und plump mache, hatten wir da zumindest noch nie Probleme. Wir automatisieren diesen Prozess, legen also vorher Suchparameter auf und sorgen dort anhand des ICPs, ich möchte für zum Beispiel unseren Podcast neue Gäste und Speaker gewinnen. Also spreche ich Leute im Marketing und Sales an in Unternehmen von Größe X und versuche die halt mit einer Einladung davon zu überzeugen, dass sie zu uns in den Podcast kommen. Der nächste Schritt ist dann, wie spreche ich diese Leute an? Dann mache ich ein kleines Video. In unserem Fall ganz konkret geht es darum, ich schicke dann eine Einladung für den Podcast dann raus. In dem Beispiel, was ich eben gerade gesagt habe, können wir auch eine Kontaktanfrage an den Einkäufer losschicken und der Qualifikator dahinter ist, der nimmt halt meine Kontaktanfrage an. Und jetzt ist es halt so, jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen, zum einen im klassischen B2B-Weg, wie verfahre ich jetzt, also wie spreche ich ihn an? Hatte ich gerade schon angeteasert, ich würde ein Videocontent nehmen bei 45 oder jünger und dort wäre es dann so, ich würde dir oder euch eine passende Message schicken, die halt sagt, Mensch, schön, dass du meine Kontaktanfrage angenommen hast, ich würde mich gerne über folgende Punkte mit dir unterhalten. Ganz konkret geht es mir um diese drei Sachen. Wenn du Lust hast, such dir doch hier unten einen passenden Termin aus und dann lassen wir mal schauen oder dann können wir mal in einer Viertelstunde schauen, ob wir da übereinkommen oder nicht. So, das ist ein ganz charmanter Weg, da eine Konversation loszutreten. Wenn ihr jetzt nicht den klassischen B2B-Weg verfolgt, sondern eher so ins Social Selling gehen möchtet, dann wäre es so, dass ihr auf der einen Seite so eine Dualität fahrt. Auf der einen Seite erweitert ihr euer Netzwerk stetig anhand eures Ideal Customer Profile, anhand der Frage, wer ist mein Kunde? Und dann bereitet ihr im laufenden Betrieb parallel, weil die Ansprache erfolgt ja automatisiert, parallel entsprechende Inhalte auf, also Content, der in Videoform auf meine Zielgruppe zugeschneidert ist, auf der Plattform meiner Wahl. Ehrlich gesagt, in den meisten Fällen im ganz klassischen B2B-Segment ist es mittlerweile LinkedIn, weil so weit hinterher vor den Nutzern sind die nun auch nicht mehr Xing. Aktuelle Zahlen sind da schwierig zu finden, aber es pendelt irgendwo zwischen 9 und 12 Millionen LinkedIn im Dach und 16 bis 18 Millionen von Xing im Dachmarkt. Also ja, die sind alle noch nah dran und da ist ja bei LinkedIn auch nicht Luft nach oben. Das heißt, so könnte man das Ganze aufbauen. Wenn ihr das Spiel jetzt ein bisschen weiter treiben wollt und gerade vielleicht auch anfangt mit einem Produkt und noch gar nicht so richtig wisst eigentlich, das ist nur die Idee dahinter, dann kann ich euch so eine Value Proposition vorschlagen. Das bedeutet, ihr verlasst den Blick oder nehmt den Fokus weg von euch und eurem Produkt, sondern konzentriert euch auf eure Buyer-Persona. Und die benennt ihr dann und arbeitet ihr auch entsprechend aus. Das heißt, wir gehen mal davon aus, die Buyer-Persona, das sind sehr weiche Fakten. Das heißt, ich weiß, ich suche Einkäufer zwischen 35 und 45. Und von dort aus arbeite ich mich dann halt weiter vor und sage, okay, diese Leute, die sind meistens männlich, also sind meistens männlich, das Alter haben wir und dann kann ich sagen, gut, für was interessieren sich die denn? Also motivieren diese Menschen Status, motivieren diese Menschen Bildung, was treibt die an? Darüber hinaus, davon kann ich dann ableiten, für was interessieren die sich denn? Also kann ich anhand meines Produktes, ich habe einen Fußball- oder sportverwandtes Produkt, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte nur Menschen ansprechen, die oder Menschen ganz gezielt suchen und finden, die sich für die ersten 18 Bundesliga-Vereine interessieren. Oder ich kann halt losgehen und sagen, gut, das sind sehr designaffine Menschen. Also kann ich halt hingehen und sagen, ich suche Leute, die sich mit der Marke Apple identifizieren oder mit dem neuen Google Pixel oder mit Tesla. Ich kann halt sagen, sind das Innovationsmenschen? Also ist dieser Justus, den wir uns da aufbauen als Person,
was hat der für eine Rolle im Unternehmen? Muss der, ist der Innovationsbeauftragte, hat er die Aufgabe bekommen, dass er die Einkaufsprozesse innerhalb seiner Firma modernisieren und digitalisieren soll, dann kann ich mich wieder daran orientieren. Und das ist halt nichts, was man so nebenbei macht, offen gestanden. Ihr merkt doch, das ist gar nicht so einfach und es ist immer fuzzy. Und deswegen empfehle ich da, wenn ihr da wirklich einsteigen wollt, sich einfach mal zu überlegen, wir bleiben bei dem Justus, bei dem Einkäufer, was hat der für Jobs, was hat der für Schmerzen in seinem Unternehmen und was muss der konkret erledigen, wobei ihr ihm helfen könnt. Und daraus lässt sich dann super ableiten, was muss euer Produkt oder Dienstleistung noch können, um ihm dort entgegenzukommen. Warum ist das Ganze wichtig? Also die Vertriebler unter euch werden jetzt sagen, ist doch scheißegal, ich spreche einfach alle an und dann passt das. Das könnt ihr auch machen. Ihr werdet aber feststellen, wenn ihr euch einmal mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt habt, dann sprecht ihr die Leute, also dann habt ihr viel mehr Erfolg. Also diese Vorbereitung, die ihr da reinsteckt und in der Ausarbeitung dieser Buyer-Persona, wird euch im Closing unglaublich zugutekommen, weil ihr nämlich dann sagen könnt, hey, ich weiß genau den Schmerz, ich weiß genau, wie ich mit den Leuten sprechen muss. Und das war zumindest für uns ein Augenöffner. Zum Zweiten verlasst ihr natürlich auch den Weg des klassischen B2B-Vertriebs und könnt halt mehr Marketing machen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt und Ads schalten müsst, dann ist es halt so, dass ihr von dort aus viel weiterkommt. Weil spätestens in diesem Bereich, wenn ihr selbst erstellten Content sharen wollt, noch nicht mal als Ad, sondern vielleicht ist das ein normaler Beitrag, den ihr in eurer Timeline habt und den wollt ihr eigentlich nur mit Geld ein bisschen bewerben, um die Reichweite zu erhöhen, dann müsst ihr da halt ganz genau wissen, wen ihr targetiert, weil ansonsten verbrennt ihr eine ganze Menge Geld. Zusammengefasst einmal nochmal, die beiden Begriffe oder diese drei Themenbereiche, das Ideal Customer Profile, die Buyer Persona und als drittes diese Value Proposition, kann man ganz gut und einfach zusammenfassen in diese drei Fragen. Wer ist mein Kunde? ICP. Wie muss ich den ansprechen? Buyer Persona. Und wo finde ich den? Und das kann jeder von euch erstmal beantworten und dann vielleicht auch iterativ immer mal wieder beantworten und die Erfahrungen, die man aus den ersten Gesprächen hat, dort mit einfließen lassen. Und wenn ihr dann tiefer einsteigen wollt, empfehle ich euch einen Value Proposition Canvas und einen Customer Proposition Canvas, also Customer Lifetime Proposition. Die findet ihr auch nochmal als Template unten, genauso wie für das ICP und die Buyer Persona. Unten meine ich, unten verlinkt, könnt ihr euch runterladen und dort einfach mal ein bisschen rumspielen. Und wir haben auch einen Podcast dazu aufgenommen, da unterhalten Timo, Aurel und ich uns nochmal eine Stunde darüber, wie wir das eigentlich anhand von einem ganz konkreten Kundenprojekt durchexerziert haben und was da unsere Erfahrungen waren. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinguckt, ist bestimmt auch unten verlinkt. Und ja, abschließend würde mich interessieren, wie arbeitet ihr denn tatsächlich? Habt ihr das in eurer Vertriebspraxis schon aktiv benutzt? Arbeitet ihr damit, arbeitet ihr nicht damit? Sagt ihr, das ist totaler Quatsch? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert, ihr kennt das Spiel. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!